Ihr Stadtteil TV mit dem neuen Walkman Mobile MID hier auf der IFA 2011 von Sony. Es hat noch keinen genauen Namen, also es muss nicht nur Walkman Mobile heißen. Wir sehen können, wir haben eine schöne Android-Oberfläche 2.3 installiert, die unter anderem natürlich hier Musik wiedergeben kann. Und wir haben gerade auch über HDMI hier den Fernseher angeschlossen. Also wenn ich hier etwas bediene, dann könnt ihr sehen, das wird da auch angezeigt. Auf jeden Fall, wie ihr erkennen könnt, wir können nicht nur das Musik abspielen, sondern wir können hier auch die Lyrics anschauen und natürlich durch die ganzen Alben gehen, die man sich anhören will. Natürlich gibt es hier auch noch einen schöneren Anblick. Und wenn wir hier komplett rausgehen, was dann nicht so toll funktioniert, weil das Ganze hier nur noch ein Prototyp ist, haben wir hier noch einen HDMI-Anschluss bzw. ein Video, das hier gerade abgespielt wird. Also wir können natürlich auch Full-HD-Videos hier, ein IFA-Video abspielen, und wenn ich hier reingehe, kann ich dann auch natürlich kontrollieren, wo das abgespielt wird und wie es abgespielt wird. Dann können wir das Ganze hier natürlich wieder rausgehen, und im Webbrowsen geht auch. Ich muss hier nur kurz in die Apps reingehen und dann könnt ihr hier schon den Browser erkennen, den ich auch gleich aufrufe. BBC ist anscheinend eingestellt gerade, aber gehen wir doch einfach hier auf eine Seite wie endevil.com. Kleine Tasten, aber man kann sie gut treffen. Hätte ich jetzt nicht gerade gedacht. Go. Und während die Seite lädt, können wir hier kurz anschauen. Wir haben hier Kopfhöreranschluss bzw. den nicht standardgemäßen Walkman-Anschluss von Sony. Wir können es uns um den Hals hängen, HDMI-Ausgang, einen Walkman-Button und natürlich Volume Control haben wir hier. An der Oberseite können wir hier das Gerät an- und ausschalten. Und auf der anderen Seite haben wir nichts, bis auf das schöne Design, das natürlich an das Arc angelegt ist von Sony Ericsson. Und auf der Rückseite könnt ihr sehen, wir haben Lautsprecher bzw. die Lila-Version hier gerade, aber es gibt natürlich noch andere Farben auch zur Auswahl. Und so, hier haben wir schon ein Level geladen. Und wenn wir jetzt hier nicht auf die mobile Version gehen, dann können wir euch gleich noch ein bisschen Multitouch-Features hier ausprobieren. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Gerät. Wie ihr erkennen könnt, es hat keine Kamera, aber die drei Standard-Android-Buttons. Und jetzt drehe ich es mal kurz hin. Scheint auf jeden Fall schon mal schnell zu reagieren auf Drehungen. Und ja, scheint doch wirklich wunderschön zu sein. Hier das MID für ein bisschen Mobile-Browsing und anderes scheint es ja geeignet zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Nerdy TV. Mein Name ist Barschka und bis zum nächsten Mal bei Nerdy TV.